Was für ein formidables, extraordinäres Exemplar Ihrer Spezies Sie sind. Kommen Sie mit, wir haben was zu besprechen. Nein, nein, Sie verstehen es falsch. Sie können gar nicht ablehnen. Denn sagen Sie mir, was das einzig relevante Projektziel Ihrer Existenz ist. Ja, genau. Intelligent sind Sie auch noch. Und nicht nur blendschön. Sie haben es verstanden. Und nein, nein, ich bin nicht derjenige, mit dem Sie Ihre Neutransformierungsaberwitzigkeiten zur Fortsetzung von ganzen Dynastiepyramiden über die nächsten Jahrhunderte oder Jahrtausende zu bewerkstelligen hätten. Ich bin nur derjenige, vermittels dessen gnadenloser Inquisition Sie so groß herauskommen, dass Sie so berühmt werden, sich so viel symbolische Handelsmittel anzueignen, dass Sie sich Ihre eigene Insel kaufen können und dort den für Sie passende Halbkugelsphäre aussuchen können, nach Diversifizierungsmerkmalen, um die Nachkommenschaft genügend zu exotifizieren und abzusichern durch die Penunze oder Kohle, die sie durch Berühmt-Berüchtigkeit vorher erwirtschaftet haben. Denn alle Utopien, alle Staaten, die ein wenig länger zu überleben vermochten, basierten auf der Macht dieser realtüchtigen Wesen, die man nennt einige X, nicht viel von X, alle X, nicht viel von X, einige X, dennoch viel von X. Oder einige X, dennoch groß Viech ohne X.